Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Total War Warhammer 3. Erst kommen Bryos, Karius? Karius. Fadeweaver, wie gesagt, hatte ich ja schon in irgendeiner Folge gesagt, er kommt wahrscheinlich von hier nach da, hat er gemacht. Ich stand hier noch drin, bin nach da gerannt, um wenigstens ein bisschen meine Chameleons aufzuladen, also wieder zu replenischen. Und warum auch immer, hat er sich entschlossen, das zu besiegen. Seine Armee ist auch nicht 100% die beste. Deswegen greife ich jetzt mal an. Mal sehen. Naja, die Reinforcements brauche ich nicht. So. Pink Horrors. Also ist nicht... wir könnten Probleme mit dieser Armee haben, weil... Das hier, die Pink Horrors sind nicht schlecht, die hier sind schnell. Das hier könnten wir easy wegsnipen, die sind schnell. Und halt seine Magie ist sehr gut. Und deswegen fight ich das Battle manuell. Okay, also Auto-Resolve würde sagen, dass wir das gewinnen, aber wahrscheinlich mit einem Haufen Verlusten. Ich möchte keine Haufen Verluste haben. Vielleicht, sobald sie, wenn sie kommen, lasse ich sie direkt weglaufen. Also die hier in dem Kampf zu haben, wäre nur störend. Das sind ja auch nur irgendwelche Skinks. Ah, okay. Start Deployment, machen wir das da raus. Zack, eins. Wir versuchen wieder direkt sie zu umrennen. Gibt's noch... irgendwie eine Möglichkeit, die hier zu platzieren? Nee. So, stelle ich euch mal hier ab. Könnt euch später noch gebrauchen, aber gerade nicht. So, ihr seid mein zweiter Trupp. Machen wir hier. Drei. Vier. Drei. Vier. Diese Seite protecten. Hier sind auch ein Haufen Fliegeviecher. Und du stellst dich auch hier hin. So, ihr seid hoffentlich da, um den Lord auszuschalten. Je nachdem, wie schnell der fliegt. Ist das ein Schild? Was war das? So. Halte das mal aus. Okay. Zwei. Drei. Vier. Oh, oh, oh. Oh, oh. Habe ich schlecht gespielt. Es landet ein Haufen Magic. Drei. Zwei. Plus vier. Schieß bitte nicht. Also ihr könnt wieder schießen, falls ihr wollt. Kannst du bitte nicht hier lang fliegen, sondern... renn schneller. Okay. Wo ist eigentlich deren Lord hin? Ah, der schwebt auf meinen Chameleons. Interessant. Umrunden. Umrunden-Taktik fahren.
Die habt ihr fast zu Tode gekitet, das ist gut. Zack. Vier, zwei, plus zwei, zwei ist hier, okay. Wie geht's dir eins? Der eins geht's okay. Zack. Okay. Ihr helft. Du helf. Drei. Drei helf. Du helf. Ah, du renn. Renn. Block. Du. Umrunden wieder. Umrunden. Um möglichst wenig abzubekommen. Einmal Heilung rein. Geht's weiter. Und rennen und den weiter an. Kill, please. He's just die. Ein Flock of Doom. Umrennen. Möglichst wenig Schaden zu bekommen. Brauch nicht. Oh, Burning Head. Nein. Au, au, au. Okay, jetzt sind alle am despawnen. Nett. Werfe ich mal alle zusammen. Dann werfe ich da noch eine Heilung rein. Ich glaube, die Heilung bringt am Ende der Runde noch was. War das so? Ja, ein bisschen was. Okay. Und nochmal Heilung. Hey, Battle. Meistens davon ist Despawn, deswegen sollte auch nichts Neues anstehen, oder? War die eigentlich Dämonen oder habe ich euch nur ausgelöscht? Ich glaube, ich habe euch nur ausgelöscht. Ihr seid keine Dämonen. Nee. 234. Ja, ist okay. Gegen so eine Ranged-Heavy-Armee ist es okay, dass wir ein paar Sachen verlieren. 210. Ich glaube wirklich, dass die Nurgle-Poison die beste ist. Die hat irgendwie die meisten Kills immer. Immer und immer wieder. Füllt euch mal ganz schnell wieder auf. So dass ihr in der nächsten Runde wieder voll seid. Und ich wieder ein paar nicht ganz voll. Und ich wieder ein paar Missionen für die Great Old Ones abliefern kann. So. Chameleon Skin, Chameleon Skin Score. Stalker. Was sind Chameleon Swings? Rocker, ich weiß es nicht. Stegadon, nee. Es ist einzig gut für Skink. Dann waffen wir die doch noch ein bisschen. Ich meine. Missile Resistance, ja. Du bekommst auch Missile Resistance. Dann schaltest du die frei? 18. Brauchst du eigentlich gar nicht. Upp.
nichts, was ich haben will. Yep. Und Missile des Missile-Schaden. Dies. Uns geht's hier allen gut. Wir haben auch gerade keine Mission der Great Old Ones. Naja, die Plage ist hier noch nicht vorbei. Dann kann ich da noch nicht hinmoven. Weißt du, kannst hier noch ein bisschen regenerieren. Ha, regenerierst du? Nee, ist mehr. Kleines bisschen. Okay. Nachdem ich kurz verschaut habe, gedacht, wenn ich jetzt in die Instanz gehe, regenerieren meine Truppen weniger. Und das hatte mich verwirrt. But it wasn't that way. And everything is okay. Okay. Man mögt uns eigentlich nicht so. Ich meine, wir haben noch ein paar. Ja. Abkommen mit euch. Sollte doch gut sein. Ist noch Bros. Guck, die mögen uns viel mehr. Sind viel bessere Bros. Natürlich sind Zwerge bessere Bros als Elfen. Konföderation, okay. Tschakka. Noch eine Runde. Oh. Ich hätte halt gerne die Armee hier, um da weiter zu kämpfen. Oder ich habe keine Mission der Great Old Ones, dann ist gut. Also okay. Ich schaue euch dann auch noch mal gleich, was eigentlich meine Victory Conditions sind. Wahrscheinlich noch ein paar Missionen der Great Old Ones abschließen. Diese Fraktion hier auslöschen, könnte ich mir vorstellen. Und wüsste ich nicht, was es sein kann. Hab sie mir noch nicht angeschaut. Ach, wahrscheinlich Lord Kotek noch befreien. Current Total. Visions of the Great. Old One und Hard. Okay, ja. Davon 6. Ja, wir haben ein paar easy wahrscheinlich gemacht. Und Loot, Race or Sick. Occupy ist auch dabei. Und ein paar Settlements einnehmen. Got it. So, occupied. Zack. Zack. Zack, pack. Oh, hier sitzt noch ein Slaanesh-Ding. Der ist wahrscheinlich im Krieg mit dem Slaanesh-Ding. Ich sehe hier gerade das hier. Da habe ich nicht aufgepasst. Ups. Und ich kann mich jetzt nicht... Ah, ich stehe aber dran. Das ist okay. Dann ist gut. Dann hier ist die Plage weg. Ja, danke. Das heißt, Forsman, Schluss. Marschiert. Und... Tja. Oh, ihr habt schon wieder vergessen, was da drin steht. Habe ich es mir angeschaut überhaupt? Was da für Leute drin stehen. Irgendwas Slaanesh. Vermute ich. Das war doch Slaanesh, oder? Komm, Brain, denk nach. Mein Brain sagt mir, dass das Slaanesh Units war. Die sind wahrscheinlich am Ende, sitzen die. Ja, Slaanesh. Settlement transferred. The Lost Palace. Mimi, wir sind... Ich bin ein Magier, ich kann einfach Sachen übertragen. Because I'm cool that way. So. Oh. Keep out. Das sind absolute Endgame.
Ja, und jetzt das hier sind die höchsten Demons, die sie bekommen haben, und das hier sind Joel Corner, das sind. Also das sind nicht mehr Tier 3, das sind Tier 5 Units, glaube ich. Na dann machen wir die in der nächsten Folge. Weil das hier wird ein längerer Kampf, in dem ich viel kalten muss. Und das würde jetzt die Folge sprengen. Also, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr Spaß hattet, lasst ein Like unter das Kommentar da. Und hört sich beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.